Aber dass die Arrows eine halbe Mille wert ist. Oh, die Eris mag uns. Tiefer nicht. Oh nein, ich will dieses Spiel nicht spielen. Ich finde das irgendwie seelenlos. Na dann. Das kann ich auch ohne euch. Ah, die Eris hat wieder was. Nicht schlecht. Konserven, okay. Barrett, was ist los? Ich will meine Beziehung zu Tifa ein bisschen vertiefen. Ausweg aus der Misere, erschöpfter Farmer. Der Wagen, den ich für den Transport von Waren benutzt habe, ist kaputt. Mit den passenden Ersatzteilen könnte ich ihn aber sicher wieder flott bekommen. Hab ja genommen. Das machen sie aber gut. So, ruhen wir uns mal aus. Warte mal. Ich muss mich in der Herberge ausruhen. Fuck. Naja, komm. In letzter Zeit werden kaum noch Waren von oben. Kundschaft! Ein ganz herzliches Willkommen.
Was zum Geier? Gewitterautoxin. Super. Er war ein großer Fisch. Na klar. Na, selbstverständlich. Na dann, let's go. Oh, die ist aber süß. Es ist Absicht, dass man nicht das ganze Spiel. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Und das ist beim Wechsel, wenn ich. Beim Wechsel der Konsolen ist das leider so. Wenn nichts passiert, mal was. Alter Schwede. Au! Halte durch! Übernimm du. Lass mich mal. Vielleicht mit Magie. So, jetzt aber. Na komm schon. Komm schon, Justin, wir brauchen dich. Siehst du, gucke mal.
Au. Ja, zum Glück haben wir den Phönix auf unserer Seite. Doch da was Spezielles. Grauen aus der Tiefe. Gucken wir doch mal. Ich meine, ich habe mir ja nicht umsonst hier die geile Box geholt. Grauen aus der Tiefe. Guck mal, hier ist die Tifa. So, hier haben wir die Eris. Hier haben wir die Katze. Juffi. Guck mal, eine Katze. Miau, miau. Warte mal, wo haben wir es denn hier? Oh, Sifroth. Hier, Yuna. Der Dude ist sowas für dich, oder? Oh, die gibt es sogar in Badeanzügen. Warte, warte, warte. Titan. Ne, Titan brauche ich nicht. Kuyata. Alexander. Hier, Justin, für dich. Der Phönix. Oh, Bahamut Arisen. Crawler sind verschiedene. Okay, der sieht auch nicht schlecht aus. Da bin ich mal gespannt auf den hier. Auf diesen komischen Greifen-Mix-Eulen. Aber ich glaube, das sind normalerweise normale kleine. Hier, Terror der Tiefsee, glaube ich, ist das der hier. Steht aber nichts dazu. Schade. Ein kleines Lexikon wäre chillig gewesen. Naja. Schade. Oh, der heilt uns. Ist ja cool. Jawohl. Yeah.
Zusammen mit dem Delfin. Wie es wohl dem Mädchen geht? Komm! Sie scheint nicht zu atmen. Hey, kann jemand helfen? Verdammt, jemand muss ihr helfen! Sie kühlt auf. Beeilung! Natürlich, ich muss es jetzt machen. Es war so klar. Was fällt dir ein, du schmieriger Typ? Nanu? Es hätte lieber die Eris machen sollen. Oder tiefer. What the fuck ist mit der los? Leute. Also die hat Nerven. Ich will ja nicht meckern, aber diese Jugend heutzutage. Barrett, du bist alt. Was? Wer war das? Wir nennen sie Yuna. Je rauer die See, desto mehr Treibgut wird angespült. Hey, blubbidi-blub, was geht ab? Alles cool bei dir. Schön, dass du da bist. Zocken ein bisschen Final Fantasy 7 auf der PS5. Und ich bin immer überlegen, ob ich jetzt nochmal schnell kacken gehen soll. Aber ich lieg gerade hier so gemütlich wie so ein Schluck Wasser im Arsch. Ja, nimmt man gerne mit. Ich geh nochmal kurz auf Toilette. Vielleicht hattest du ja was am Arsch. Auf jeden Fall.
So, da bin ich wieder. So, wo müssen wir denn hin? Wir müssen wieder hier hoch. Wollen wir mal Yuffie besuchen, ne? So wie es aussieht, kann man die, glaube ich, als Charakter mitnehmen. Bin ich überhaupt richtig? Wahrscheinlich nicht. What the fuck? Da seid ihr ja. Splittergruppe von Avalanche. Wie kommst du denn darauf? Also ich finde euch super, super toll. Tausendmal besser als die Hauptgruppe. So viel steht fest. Oh. Schön. Endlich mal eine, die es schnallt. Hey, können wir uns später mal treffen? Ich hätte da nämlich eine Bitte. Und bedanken will ich mich auch noch, okay? Warum kommst du da nicht morgen in die Herde? Ach du Scheiße. Ein kleiner Naruto-Fran. Oh wei. Die hat aber ganz schön dick aufgetragen, was? Naja, ist ja noch ein Kind. Die wimmeln wir schon irgendwie ab. Gib's zu, du hast dich gefreut. Wie auch immer, erstmal zur Herberge. Ja, hast du recht, alter Mann. Oh, die Helden vom Strand. Hab gehört, was ihr für Priscilla getan habt. Vielen Dank dafür. Rhonda hat mich gebeten, euch den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Lasst mal sehen. Vier Zimmer nehme ich an? Wir hätten gerne fünf. Sehr wohl. Die Rechnung geht natürlich aufs Haus. Das ist unsere Art, euch Danke zu sagen. Ausgezeichnet. Dann lasst uns mal eine Runde aufs Ohr hauen. Die Zimmer sind schlicht, bieten aber alles, was man braucht. Es ist lange her, dass wir so viele Gäste hatten. Ja, ist doch schön. Ach, Barrett, mein Guter. Ah, unser Rettungsschwimmer. Eine Ahnung, um was diese Yuffie uns wohl bitten will? Ich nämlich nicht. Vielleicht will sie aber Avalanche mitmachen. Theoretisch könnten wir natürlich jede Hilfe gebrauchen. Aber auf Babysitten habe ich momentan keinen Bock. Wir werden sie irgendwie abwimmeln müssen. Ich finde, wir sollten sie mitnehmen. Ich glaube, die ist ganz gut. Ich spürte, wie sie mir entglitten. Eine nach der anderen. Aber ich konnte nichts dagegen tun. Ja, ging mir auch so. Als hätten sie einfach aus mir rausgesaugt. Alles, was ich weiß, ist, dass etwas fehlt. Aber was genau fehlt, das weiß ich nicht. Alles ist verschwommen. Verdammte Mäuren. Sie sind seitdem nicht wieder aufgetaucht. Oh. Cloud! Wer ist denn bei dir? Oh. Das war Red? Verstehe. Gut. Danke fürs Aufpassen. Bist sicher müde. Ruh dich gut aus. Ich würde gern zu tiefer ins Zimmer. Herein.
wir Midgar verlassen haben, aber es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ach ja, Final Fantasy VII. Das Remake müssen wir eigentlich auch mal spielen. Einfach aus dem Grund, da trägt Cloud Frauenkleider. Zack, Entschuldigung. Nee, Cloud, doch. Du hast mir eine Blume aufgezwungen. Die habe ich dir geschenkt, Cloud. Ich habe die Blume danach im siebten Himmel gesehen. Und ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass du derjenige warst, der sie in die Vase gestellt hat. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Also, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Ein Geschenk einfach so an jemand anderes weiter zu verschenken. Hast recht. Vergeben und vergessen. Für dieses Mal. Oha. Kaiserinnenwache. Ja, damit mache ich mehr Damage. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Chronofeld. Erzeugt ein Energiefeld um den Ausführenden des Gegners. Aber wie kann ich den... Kann ich nochmal mit dir sprechen? Wohin die Männer in den schwarzen Umhängen wohl verschwunden sind? Nope. Meine Nase juckt wie verrückt. Ich habe eh nicht auf dich gezählt. Oh, das wäre mies. Das wäre mies. Cloud. Hallo, Tifa. Der Tief empfängt den nächsten Kunden. Entschuldigung. Ich hab dir Unrecht getan. Ich war ja nicht besser. Hey, erinnerst du dich an Emilio aus Nibelheim? Der Sohn des Krämers. Emilio hat das Dorf kurze Zeit vor dir verlassen, Cloud. Danach habe ich ihn lange nicht gesehen. Aber letztes Jahr kam er in die Bar. Er meinte, er wäre sonst nie in den Slums. Er hatte sich ganz schön verändert. Verstehe. Und er war in Begleitung einer wunderschönen Frau. Du hättest sie sehen sollen. Sie war... Schon gut.
hast mich wieder getestet. Nein, das habe ich nicht. Bringt nichts. Du hast ja recht. Was ist, könnt ihr mal bitte miteinander ficken und der Käse ist gegessen? Immer dieses ganze Hin und Her. Lass uns bald mal reden. Offen und ehrlich. Ja, ja. Entschuldigung. Aber das ist echt ein Graus da mit diesem ganzen Hin und Her. Wir kein Blatt vor den Mund. Mach ich sowieso nie. Nacht. Tja, ich würde sagen, Cloud, die Tiefe hat Bock auf dich. Ich finde es eigentlich schade, weil das sind ja eigentlich gute Kindheitsfreunde. Und ich finde es halt cool, wenn das so bleiben würde, um ehrlich zu sein. Ja, komm, ruhen wir uns mal aus. Was zum Geier war das denn? Kommt rein, Leute. Hey. Alles klar. Ach so, schade. Ich dachte schon, jetzt kommen die Mädels, dann ist... Let's go, auf zum Rudelficken. Entschuldigung. Agentin der Übergangsregierung von Wutai. Untalentierte Materiajägerin. Im Namen meiner Heimat und als waschechte Ninja bin ich von weit her hierher gereist, um die tyrannischen Pläne von Shinra zu durchkreuzen. Was zum Geier? wobei diesmal hast du vielleicht recht. Was denn jetzt? Ich mag weit von meiner geliebten Heimat Wutai entfernt sein, aber das hält mich nicht davon ab, allein gegen Shinra weiterzukämpfen und dabei auch ganz ordentlich zu verdienen. Natürlich habe ich auch hier nach einer lukrativen Arbeit für mich gesucht, da meinte Rhonda. Sie hätte einen wichtigen Auftrag für mich. Ein Attentat nämlich. Und jetzt haltet euch fest. Wer ist wohl das Ziel? Spiel dich nicht so auf. Ich sag's ja schon. Es geht um niemand anderen als Direktor Rufus Shinra persönlich. Na, überrascht? No. Dieser Rufus soll schon bald hier aufkreuzen. In der Stadt über uns. Es gibt wohl eine Parade zu seinem Amtsantritt oder so. Na dann. Sind stinke sauer auf Shinra, seit sie ihnen ihr Land und die Sonne geraubt haben. Und deshalb wollen sie... Was du nicht sagst. Rhonda will das Geld für meine Belohnung besorgen, indem sie euch an Shinra verrät. Was? Oh nein. Die bringt euch sicher nach oben. Viel Spaß mit dem Typen. Ich kenne den doch.
Ich kann mir vorstellen, wer das ist. Welch Licht bricht von dort oben hervor? Komm runter, zeig dein Gesicht! Och nee, der schon wieder. Ach ja, aus Final Fantasy 7. Oh, halt dein Maul, du Arschloch, ey. Ernsthaft. Ich bin ja schon unterwegs. Wie lange willst du mich denn noch warten lassen, mein Freund? Du schon wieder. Da bist du ja endlich, mein Freund. Alter, der geht mir so auf den Sack. Ganz genau. Mein Freund. Als wäre es Zeit zu gehen. Wohl besser für das Dorf. Juffi meinte doch, dass wir Priscilla fragen sollten, wenn wir nach oben wollen, oder? Oh wei. Danke, dass ihr euch um diesen Shinra-Spinner gekümmert habt. Uns einfach an dich zu verpfeifen. Du hast vielleicht Nerven. Hier. Ist nicht viel, aber... Willst du dich freikaufen? Das ist das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt war. Ich hatte von Anfang an vor, euch daran zu beteiligen. Als Gegner von Shinra müssen wir schließlich zusammenhalten. Und was, wenn sie uns geschnappt hätten? Das hätten wir dann schon gesehen. Ist doch gut gelaufen, also wo ist das Problem? Jetzt muss nur noch Yuffie ihren Teil erfüllen. Und ich bete, dass sie es schafft. Okay, das ist schon lustig. Sieh mal an, lungert ihr hier etwa immer noch rum? Na, wenn ihr schon nichts Besseres zu tun habt, warum macht ihr euch nicht ein wenig nützlich? Ja, ein paar Nebenquests würde ich gerne mal machen. Dass ihr eine Geldlieferung für mich übernehmt. Der Kleine hier weiß, wo es hingeht. Oh wei. Sein Name ist Scholle. Er überbringt das Geld und eure Aufgabe ist es, ihn dabei zu beschützen. Können wir machen, aber sagst du uns wenigstens, an wen das Geld geht? An meinen Sohn. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Er ist eines Tages einfach aus dem Dorf abgehauen. Na dann. Versteht das Geld als eine Art Abfindung. Er ist kein Kind mehr und muss langsam lernen, auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Auch finanziell. Im Krähennest. Er war es leid, hier in den Schatten zu leben. Und meine Methoden sind ihm nicht radikal genug. Also hat er sich Gleichgesinnte gesucht und agiert mit ihnen vom Rand Junons aus. Da läuft er schon von zu Hause weg und schafft es nicht mal aus Junon raus. Na super. Was für ein halbgarer Blödsinn. Da gibt es nicht viel zu erklären. Ich habe mit dem Dorf alleine alle Hände voll zu tun. Und für meinen Sohn habe ich bereits genug getan. Ab jetzt ist er auf sich selbst gestellt. Das bedeutet die letzte Lieferung der Mutter. Außerdem muss ich mich um jemand Wichtigeres kümmern. Nicht wahr, Scholle? Na dann. Machen wir das mal. Dann viel Erfolg. Eure Belohnung könnt ihr euch im Anschluss im Krähennest bei Tobi abholen. Er weiß Bescheid. Wie soll er... Oh, wei.